Heiligen Koran sagt Hazrat Isa a.s., dass bat ihm ein Prophet kommen wird, der Ahmed heißt. Dieses würde dann für Pia Vogel bedeuten, dass wenn Hazrat Isa a.s. vom Himmel runterkommt und stirbt, es nach seinem Tode ein Prophet kommen wird, der Ahmed heißt. Oder zweite Möglichkeit, das heißt, Isa a.s. ist schon verstorben und Ahmed, Hazrat Muhammad Mustafa a.s. kam danach. Egal welche Sprachverdrehung Pia Vogel unternehmen mag, es wird für uns sprechen. Somit heißt das Hadith, in dem das Wort Bad kommt, genau das gleiche wie die Hadithe, die ich zu Beginn zitiert habe, die das gleiche aussagen, ohne das Wort Bad benutzen. Pia Vogel präsentiert ein weiteres Hadith. Dort sagt der Prophet s.a.w., لو كان بعدي نبي لكان عمر. Wenn nach mir ein Prophet kommen würde, wäre das wer? Umar al-Khattab. Auch hier sagen wir, dass es im Islam so schön ist, dass das eine Hadith das andere erklärt. Aber zur Beruhigung, wir haben einen Hadith, der diesen Hadith erklärt. Weil es ist so schön im Islam, dass immer das eine das andere erklärt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wäre nicht ich als Prophet bestimmt worden, wärst du es gewesen, o Umar. Und wäre nicht ich erwählt worden, so wäre unter euch Umar erwählt worden. An einer anderen Stelle heißt es, wenn es mit mir einen Propheten gegeben hätte, so wäre es Umar gewesen. Außerdem haben wir bereits aufgezeigt, dass Bad auch im Sinn von mit verwendet werden kann. Es gibt keinerlei Hinweis dafür, dass der Ausdruck Bad nur im Sinne von nach zu verstehen ist, so wie die anderen Überlieferungen dies erklärt haben. Diese Überlieferungen zeigen bloß, dass Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu gewisse Qualitäten für die Würde eines Propheten gehabt hat. Ebenso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der das islamische Gesetz brachte. Die uns vorliegende Überlieferung bedeutet demzufolge, dass es auch Umar radiallahu ta'ala anhu hätte gewesen sein können, der ein solches Gesetz brachte. In einer anderen Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen deutlichen Hinweis für das Gegenteil gegeben. Hazrat Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu erzählt, als Ibrahim, der Sohn des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, verstarb, betete er, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, und sagte, wahrlich, er hat eine Amme im Paradies, und wenn er lebte, wäre er sicherlich ein wahrer Prophet geworden. Es gibt eine andere Überlieferung, die folgendes besagt. Hazrat Ali ibn Talib radiallahu ta'ala anhu berichtet, als Ibrahim, Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, starb, rief er seine Mutter, also Ibrahims Mutter, Maria. Sie kam und wusch den Leichnam und hüllte ihn in ein Leichentuch ein. Sodann hob ihn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seine Arme und kam aus seinem Haus. Ein paar andere Männer waren ebenfalls mit ihm. Er begrub ihn. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam reichte seine Hand in sein Grab und sprach, bei Gott, er ist ein Prophet und Sohn eines Propheten. Hazrat Imam Mullah Ali Qari, bekannter Hadith-Kritiker, sagt, hätte Ibrahim länger gelebt und wäre ein Prophet geworden, und wäre auch Umar ein Prophet geworden, so wären diese beide wie Isa, Khizr und Ilyas a.s. der heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam untergeordnet. Also steht dies keineswegs im Widerspruch zum Worte Gottes, Khatam al-Nabi, denn es bedeutet nur, dass es nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam keine solche Propheten geben kann, der sein Gesetz abschafft und nicht zu seiner Umma gehört. Einige Mullahs bringen an dieser Stelle aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit folgendes Argument hervor. Weil es nach dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kein Prophet geben kann, musste Ibrahim radiallahu anhu sterben, da er ganz gewiss ein Prophet geworden wäre. In ihrer Verzweiflung greifen diese Leute auch die Person des höchsten Wesens Allah an. Das heißt, Allah hat verboten, dass es einen Prophet geben kann. Aber trotz Allahs Verbot wäre Hazrat Ibrahim radiallahu anhu so oder so ein Prophet geworden und niemand hätte ihn daran hindern können. Auch nicht Allah, astaghfirullah. Deswegen musste Allah ihn sterben lassen. Zweite Sache. Dies würde auch heißen, weil es nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen Propheten geben kann, musste Hazrat Ibrahim radiallahu anhu, der Sohn des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sterben. Währenddessen aber ein Prophet von Bani Israel,
im Himmel gelebt hat, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebte und auch nach ihm. Aber sein eigener Sohn, der Sohn des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, musste sterben. Dies würde auch bedeuten, dass alle frommen Menschen in der Umma in ihrer Kindheit schon sterben müssen, damit sie ja keine Propheten werden. Solche Vorstellungen sind absurd. Damit das Wort La Nabi Badi nicht falsch verstanden wird, sagte Hazrat Aisha radhiyallahu anha, sagt, dass er Khatam al-Nabiyyin ist, aber sagt nicht La Nabi Badi. Es gibt keinen Propheten nach ihm. Anti-Ahmadiyya werfen Ahmadi-Muslimen hier zwei Vorwürfe vor. Eines der Vorwürfe ist, dass man sich schämen soll, eine Frau zu zitieren, und dass es eine Schande ist, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu zitieren. Ich habe die Äußerung noch höflich formuliert. Der große Anti-Ahmadiyya-Gegner und Begründer der Anti-Ahmadiyya-Organisation, Abu Alamadudi, schreibt dieses selbst und ist auch auf Deutsch auf der Webseite Answering Ahmadiyya zu lesen. Sehr viele Muslime entgegen mir mit diesem Argument. Diese Menschen sollten sich aber selbst etwas schämen. Diese Menschen schämen sich, ihre eigene Mutter, die Mutter der Umma, der Gläubigen, zu zitieren, während der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sagte, dass wer die Hälfte des Glaubens lernen will, soll es vom Aisha lernen. Der zweite Vorwurf ist wie folgt. Das ist eine Lüge. Für diesen Hadith gibt es gar kein Isnad. Hazrat Tauban radhiyallahu anhu berichtet, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, vergleicht meine Hadithe mit dem Buch Allahs. Wenn sie mit ihm übereinstimmen, dann habe ich diese ausgesprochen. Pierre Vogels Verständnis über den Begriff La Nabi Badi stimmt mit dem Vers im Surah Al-Aqsab nicht überein, so wie ich diese in meinen ersten Videos bewiesen habe und in weiteren Videos anhand des Korans beweisen werde, inshallah. Diese Überlieferung von Hazrat Aisha radhiyallahu anha stimmt vollkommen mit dem Koran, Sunna und den Meinungen der Gelehrten überein, was ich in meinen ersten Videos gezeigt habe. Des Weiteren hat Hazrat Imam Suyuti selbst dieses Hadith zitiert in seinem Buch Dur-i Mansur, um den Begriff Khatam al-Nabiyyin zu erklären. Des Weiteren sagte Hazrat Imam Suyuti, dass auch Murira die gleiche Auffassung vertreten habe. Kommen wir jetzt zu den Hadithen, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am letzten Ende ist. Wir hören uns da mal das hier an. Und das wird in Ibn Hibban überliefert, sagt er zu seinem Gefährten Abu Dharr. Awwalul Anbiya'i Adam wa akhiruhum Muhammad. Hadith 1. Der erste der Propheten ist Adam und der letzte ist Muhammad. Erstens, wie ich schon zitiert hatte, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass er schon vor Hazrat Adam alaihissalam Khatam al-Nabiyyin gewesen ist. Zweitens steht in Sunan ibn Majah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie könnte diese Religionsgemeinschaft zugrunde gehen, für die ich am Anfang bin und der Messias, Sohn der Maria, am letzten Ende sein wird. Des Weiteren wird dieses Hadith präsentiert. Ich bin der letzte Prophet und meine Moschee ist die letzte Moschee. Da sagt sie, ja, siehst du, guck, das ist der Beweis, dass unser Guru ein Prophet ist. Denn hier steht, deine Moschee ist die letzte Moschee und du bist der letzte Prophet, aber, oder dass der Prophet sagt, meine Moschee ist die letzte Moschee, aber es sind ja noch andere Moscheen nach der Moschee in Medina gebaut worden. Dann sagen wir erstmal, ist es kein Beweis, dass euer Mirza Ghulam Ahmed ein Prophet ist. Wir Ahmadi-Muslime wollen damit nicht unbedingt beweisen, dass ein Prophet kommen wird, sondern denjenigen zurückantworten, die mit diesem Hadith gegen uns argumentieren möchten. Also der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist letzter Prophet, genauso wie seine Moschee die letzte Moschee gewesen ist. Und außerdem macht dieser Hadith nicht die anderen Hadiths zunichte. Weil es ist so schön im Islam, dass immer das eine das andere erklärt. Auch das andere von Pierre Vogel aufgezeigte Hadith spricht für uns.